Ermutigung für Neue im Prophetischen. Ein Leser hatte mir geschrieben, ich gebe es mal gekürzt wieder, ich bin neu im Prophetischen und vieles weiß ich nicht sicher einzuordnen. Seit einiger Zeit kann ich dauernd mit Gott reden, das ist eigentlich ganz schön, aber es ist gerade für mich auch anstrengend. Ich wünsche mir eine biblische Klarheit im Bereich Prophetie. Ich habe gerade viel mit Angriffen zu kämpfen. Meine prophetische Gabe beschränkt sich momentan auf zwei Arten. Die eine ist eine Art Diktieren. Ich bitte Gott für eine Prophetie für einen Menschen. Wenn er sie geben will, höre ich in Gedanken, so in etwa wie ein Text vorgelesen wird. Meistens schreibe ich das dann auf. Aber ich kann denselben Text auch mehrmals bekommen, zum Beispiel wenn ein Teil des Textes verloren gegangen ist. Dann erlebe ich gerade eine besondere Art, mit Gott zu reden. Zum Beispiel in Gesprächen mit Menschen bekomme ich Worte der Erkenntnis und der Weisheit. Außerdem kann ich jederzeit persönlich mit ihm reden. Allerdings gibt es da das Problem, dass ich alles sofort prüfen muss. Ich kann die Stimme von meiner Seele, anderen Geistern und Gott nicht leicht unterscheiden. Das ist so schwierig. Und ich muss manche Sachen sogar mehrmals prüfen. Es funktioniert nur, wenn ich dabei auf Jesus ausgerichtet bin. Ich weiß, du hast viel zu tun, aber du hast mal auf deiner Seite geschrieben, dass du Leuten helfen willst, in ihre Berufung reinzuwachsen. Und gerade da brauche ich Hilfe und Stärkung von einem anderen prophetisch begabten Menschen. Und dazu habe ich dann die folgende Antwort geschrieben. Es freut mich, dass du dich auf den Weg gemacht hast, Gottes Stimme für dich persönlich kennenzulernen. Ja, aller Anfang ist schwer, heißt es, gerade im Prophetischen. Aber ich will dich ermutigen. Es ist normal, dass es dir am Anfang noch schwer fällt, die Stimmen unterscheiden zu können. Für mich war es auch ganz neu, als ich Gott plötzlich sehr klar in meinen Gedanken hörte und Bilder und Visionen vermehrt bekam. Das muss man alles lernen zu unterscheiden. Nach und nach wird dir das leichter fallen, keine Sorge. Es ist eine Frage der Übung. Du machst es schon ganz richtig, dass du dir Zeit nimmst, seine Stimme besser zu erkennen und ihm zuzuhören. Das ist etwas Persönliches zwischen dir und ihm. Er ist der gute Hirte und du bist sein Schaf, das ihm folgt. Seine Stimme wird dir immer vertrauter werden. Du wirst seine Stimme auch besser erkennen, je mehr du ihn, sein Wesen, seine Person, seinen Charakter kennenlernst. Wie gesagt, es ist eine Frage der Zeit und der Übung. Das Beste, was ich dir also raten kann, verbringe Zeit mit Jesus. Lerne ihn immer mehr kennen, indem du wie Maria zu seinen Füßen sitzt und ihm zuhörst. Dadurch findest du auch heraus, auf welche Art er zu dir spricht. Du hast ja schon geschrieben, dass du ihn durch zwei Arten am besten hörst. Durch Worte, die er dir gedanklich diktiert, und durch spezielle Worte der Weisheit und Erkenntnis, die er dir für andere Menschen gibt. Das ist schon super, dass du das herausgefunden hast. Und dann machst du genau damit weiter, indem du darin lernst, sicherer zu werden. Es kann auch sein, dass er noch anders zu dir reden wird, vielleicht durch innere Bilder, aber achte einfach darauf, wie es bei dir persönlich ist. Ich empfehle dir auch die prophetischen Übungen auf der Internetseite. Aber gerade für Anfänger ist dabei wichtig, versuche nicht alle prophetischen Übungen auf einmal umzusetzen. Fange am besten damit an, dass du in der Art prophetisch dienst, die für dich zunächst am einfachsten ist. Das heißt, mach so weiter, wie du merkst, dass Gott zu dir persönlich spricht. Und wenn du mit der Zeit darin sicherer geworden bist, kannst du auch etwas Neues versuchen. Beispiel, wenn du am Anfang Gottes Stimme nur gedanklich hörst, dann bleib dabei. Versuche da nicht auf Krampf Bilder und Visionen zu erwarten. Es kann sein, dass er mit der Zeit auch auf andere Arten zu dir spricht. Und falls nicht, bleib einfach offen für ihn und sei dankbar für das, was er dir gibt. Wenn du vor Ort die Möglichkeit hast, prophetisch zu dienen, dann nutze das. Zum Beispiel in einem Hauskreis, einer Gemeinde
oder in einem prophetischen Seminar. Gerade prophetische Seminare, in denen Christen die Gabe der Prophetie üben können, sind gut für den Anfang. Vielleicht wirst du in dem Verzeichnis auf prophetenschule.org fündig oder trägst dich in der Leserkontaktbörse ein. Vielleicht ermutigt dich auch mein persönlicher Bericht, wie ich zu Jesus und dann ins Prophetische gekommen bin. Und zu guter Letzt möchte ich dich noch ermutigen mit einem Text, den ich mal bekommen habe. Der Verfasser ist mir leider unbekannt. Der Text heißt Aufbrechen. Aufbrechen, ich habe mich entschieden, diesen Weg zu gehen. Das Unbekannte reizt mich. Ich weiß nicht, was sich hinter der nächsten Ecke verbirgt. Aller Anfang ist schwer, das sagen die anderen. Sie wollen mir damit Mut machen, nicht gleich am Anfang aufzugeben. Ich bin froh, dass ich aufbrechen kann. Das, was hinter mir liegt, belastet mich jetzt nicht. Abschied nehmen fällt leicht, wenn ich neue Erfahrungen sammeln kann. Wem werde ich auf meinem Weg begegnen? Wer wird mit mir gehen? Es ist gut zu wissen, dass andere diesen Weg auch schon gegangen sind. Das macht es mir leichter. Der Weg gleicht keinem Trampelpfad, auf dem man sich bedenkenlos vorwärts treiben lässt. Geh nicht nur die glatten Straßen. Geh Wege, die noch niemand ging, damit du Spuren hinterlässt und nicht nur Staub. Dieses Wort gefällt mir. Es soll mich begleiten, gerade dann, wenn ich nicht so gut vorankomme. Hoffentlich werde ich nicht ungeduldig, wenn das Ziel mir in weite Ferne gerückt scheint. Werde ich durchhalten oder geht mir die Kraft aus? Habe ich das Nötige für meine Wanderung dabei? Kann ich unterwegs einkehren und Rast machen? Fragen über Fragen. Der Weg liegt vor mir. Ich trete nicht mehr auf der Stelle. Ich gehe los. Dies war eine Aufnahme der Internetseite www.prophetenschule.org. Dort findest du weitere Artikel und Audiodateien, hauptsächlich über die Themen Gottes Stimme hören und Prophetie. Gerne darfst du die Audiodateien zu nicht kommerziellen Zwecken weiterverbreiten, zum Beispiel als Download anbieten, auf CDs brennen etc., wenn du die Angaben zum Urheberrecht nicht entfernst und auch keine Inhalte veränderst. Liebe Grüße, Julia Berndt.